Der Blogpost zu Season 6 Call of Duty ist da und Inhalte sind Spawn, drei neue Waffen, Spawn, The Haunting Event und Spawn. Also ich meine, wir lieben Spawn. Ich liebe Spawn. Er hat mich in meiner Kindheit, sage ich fast schon, begleitet. Einer der besten Helden, finde ich, die das Genre hervorgebracht hat. Oder Anti-Helden, wie man es gerne sagt. Aber ja, das ist wirklich eine gute Nachricht, dass wir Spawn in allen Varianten kriegen. Also ich bin happy, glücklich. Aber viele Inhalte in diesem Blogpost beziehen sich nicht auf den Start von Season 6, sondern auf die Mid-Season, die dann erst am 17. bzw. am 18. Oktober startet. Was sehr schade ist und wenig Inhalte für den Start von Season 6 übrig lässt. Wir gucken mal rein. Und es geht los mit Spawn, mit dem Haunting-Event. Also hier wird ein konkretes Datum gesagt, das Halloween-Event zu Season 6 startet am 17.10. Ja, ganz komisch, 17.10., deswegen habe ich vorher noch 17. oder 18. gesagt, weil der 17. ist ein Dienstag und da soll das Ganze bereits losgehen. Das ist also dann mit Season 6 Start. Ein bisschen unklar, wie das hier gemeint ist, ob es wirklich am Dienstag und nicht am Mittwoch startet. Auf jeden Fall kriegen wir neue Maps, neue Modi, neue Events und so weiter und so fort. Die Maps werden verändert, wir kriegen Zombies, wir kriegen Geister, also das Halloween aka das Haunting Event kommt voll rein in Season 6, aber nicht Season 6, sondern Season 6 Reloaded, also in der Mid-Season. Beschrieben wird es als, dass die dunklen Rituale Operator, also die Operators aus Dark Rituals 1, 2 und 3, ein Höllentor öffnen. Und aus diesem Höllentor kommen eben groteske Wesen und Monster in unsere Welt. Über das Tor, was aber weiterhin offen bleibt, dringt auch Spawn ein in die Welt. Und seine Aufgabe ist es eben, diese Monster wieder zurückzuschicken. Schauen wir uns eine Masse an, dann bekommen wir hier erstmal als eine Belohnung für die Aufgaben, die wir dort erfüllen können, einen neuen Waffenbauplan, einen Mastery Weapon Blueprint. Wir kriegen einen neuen Map-Bereich, also eine neue Zone. Wir können leuchtende Orbs einsammeln, das sind wahrscheinlich dann fallen gelassene Seelen von sterbenden Operatoren. Dann haben wir eine spektrale Form, wird es beschrieben, eine Art Geist, die gejagt werden muss. Sie scheint sehr schnell unterwegs zu sein. Wir brauchen Fahrzeuge, mit denen wir diese Geister jagen können. In dem Sumpfbereich tauchen neue Sumpfmonster auf und es gibt einen Altar auf der Map aus Diablo. Das heißt auch im Endeffekt, dass wir neue Operator aus Diablo kriegen. Dieser Altar bezieht sich aber auf Lilith, also auf den Boss Lilith sozusagen. Und hier bei diesem Altar gibt es ein weiteres Portal und hier erscheint der Boss Butcher, ebenfalls aus Diablo. Die nächste Map, die sich verändert, ist Wondel. Und zwar füllen sich hier die Wasserstraßen mit Blut und die Untoten steigen empor. Der Ursprung des Ganzen scheint der Friedhof zu sein. Und der Blogpost sagt, eine Aufgabe ist es, dass dieser Friedhof untersucht werden muss. Außer diesem Friedhof gibt es noch andere besondere Highlights auf der Map und das sind der Zoo, das Stadium und weitere Orte, die sich besonders verändert haben. Auch hier auf der Map Wondel erscheint der Altar von Lilith und der Boss Butcher, genauso wie auf Al-Masra. Mit Season 6 Reloaded wird außerdem neue Modi bekommen, unter anderem den Zombie Royal, das bedeutet, auf Al-Masra und auf Wondel verschwindet der Gulag. Und das bedeutet, dass man bei Tod nicht in den Gulag gehen kann, sondern als Zombie wieder in die Runde reinkommt mit neuen Fähigkeiten. Das wird ein sehr, sehr interessantes Konzept. Aber auch das alles zu mit Season 6. Weiterhin werden wir viele neue Items und Fähigkeiten bekommen. Hier werden einige Dinge beschrieben. Wie gesagt, man kann tote Seelen sammeln. Das ähnelt dem Trophy Hunt Event. Wir müssen diese Seelen aber nicht abgeben an irgendwelchen Upload-Stationen, sondern sie werden direkt auf unser Konto gutgeschrieben und können dann außerhalb der Runde gegen Belohnungen eingetauscht werden. Also sozusagen ein vereinfachtes Trophy Hunt. Dann gibt es neue Lootboxen, die von Zombies hinterlassen werden. Gerade wenn Zombie-Horden auftauchen, ist da wohl eine Wahrscheinlichkeit da, dass diese Zombie-Lootboxen spawnen und hinterlassen werden. Außerdem werden wir neue Items wie neue Granaten bekommen. Beispielsweise eine Granate, die Gegner aufleuchten lässt. Also ein Gegner, das sieht dann aus, als ob man wie durch ein Thermalvisier den Gegner anschaut. Dieser Effekt verschwindet im Wasser. Das heißt, wenn ein Gegner oder wenn ihr mal von so einer Granate getroffen werdet, einfach ins Wasser springen und dann verfliegt eben dieser Effekt. Außerdem sehr viele neue Kisten und viele, viele, viele dieser Kisten sollen Jumpscares haben. Also irgendwelche Schockeffekte, wenn man sie öffnet. Also wir müssen auf jeden Fall die Lautstärke schön aufdrehen. Kommen wir mal zu Season 6, weil das jetzt alles für mit Season 6 beschrieben war. Und zwar der Battle Pass. Hier kriegen wir Al Simmons. Al Simmons ist sozusagen der Charakter von Spawn, also die menschliche
Version, bevor ja Spawn sozusagen als Abgesandter der Hölle wieder zurückgekommen ist. L. Simmons wird also im Battle Pass zu bekommen sein als Tier 1 Operator. Also den bekommt man sozusagen, sobald man sich den Battle Pass kauft. Und wenn man dann den Battle Pass auf Stufe 100 hochgelevelt hat, bekommt man eben den Level 100 Spawn Skin. Aber außer L. Simmons bekommt man auch noch weitere Skins. Auch schon bei Tier 1 bekommt man wohl einen richtigen Spawn Skin. Also hier bereits drei Varianten von Spawn. Hinzu kommt dann der Burnt Spawn. Das ist dann die tragische Figur von L. Simmons sozusagen, als er verbrannt wurde. Ich weiß nicht, wer von euch alles die Geschichte kennt. Ich kann sie gerne mal erzählen bei Gelegenheit im Livestream. Ich kenne das alles in- und auswendig. Ich habe wirklich alle Comics gelesen. Es ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne, aber auch eine sehr tragische Geschichte. Und das Bild hier zeigt eben L. Simmons direkt nach seiner Verbrennung. Dann kriegen wir den Creepy Clown. Er wird auch eine Skin sein für, in dem Fall für Fender. Das ist sozusagen ebenfalls ein Diener der Hölle. Und den Violator ebenfalls als Diener der Hölle. Das wird ein Skin für König. Dann haben wir den Disruptor. Das wird ein Skin für Horangi. Dann haben wir den Soul Crusher. Das wird ein Skin für Vega. Dann haben wir eine Nikto-Spawn-Variante. Das wird logischerweise ein Skin für Nikto. Dann haben wir den Gaia-Skin, das wird eine Skin für Nova. Und wir werden kriegen Inarius und Lilith. Hier ist noch nicht genau Näheres zu gesagt. Also wahrscheinlich das auch zu Mid-Season, vermute ich mal. Das werden neue Operators. Außerdem Skeletor aus He-Man. Dann haben wir Ash aus Evil Dead. Ey, es sind viele Operator, die dazu kommen. Und wir haben Alucard aus dem Helsing-Universum. Außerdem direkt verfügbar sein wird das Level Up 1250, werden wir jetzt erreichen können, also neue Prestige-Level, wieder ein bisschen was zu grinden mit jeweiligen Belohnungen bei jedem Prestige-Aufstieg. Und wir bekommen Login-Boni, gerade am Anfang. Es ist aber nicht ganz klar, ob das jetzt so Season 6 oder auch zur Mid-Season gemeint ist. Werden wir ein paar Tage lang für jeden Login einen Bonus bekommen, bei dem Gegenstände freizuschalten sind. Im Battle Pass sind außerdem drei Waffen enthalten, die man wieder freischalten kann. Und zwar einmal das neue TR-76 Sturmgewehr, ist übrigens großes Kaliber, 7.62 x 39 mm. Dann haben wir die ISO 19 Maschinenpistole, eine SMG für den Nahkampf. Und wir haben Dual Kamas, also eine neue Nahkampfwaffe. Man kann die dann zweihändig schwingen, sieht auch sehr, sehr cool aus. Das alles direkt zu Start von Season 6. Dagegen wieder erst so mit Season 6, diese Kettensäge hier, das ist die Doom-Kettensäge, wirklich die Doom-Kettensäge aus dem Doom-Universum, wird auch so beschrieben als Doom-Kettensäge mit dem Doom-Logo, die bekommen wir zu mit Season 6 und sie soll den Schaden haben der Spitzhacke, also gar nicht so übermäßigen Schaden machen, man könnte erst denken, okay, das ist alles One-Shot, ist nicht ganz so krass, aber es wird so beschrieben, dass diese Kettensäge besonderen Schaden gegen Monster hat. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Zombies oder Bosse, vielleicht den Butcher angreift, dann scheint diese Doom-Kettensäge zu eskalieren und vielfachen Schaden auszuteilen. Im Ausblick gibt es noch Valeria als Roboter-Variante. Das ist sozusagen dann der Operator, den man bekommt, wenn man die Battle Pass Black Cell Variante kauft. Hier kriegt man wieder 1100 Codepunkte extra und man kriegt ein neues Haustier, das sich Megabyte nennt. Leider gibt es ja keine Bilder dazu. Scheint so eine Art Roboterhund zu sein. Valeria auch so halb durchsichtig mit dem Skelett und einer Roboterstimme. Das ist die Black Cell Variante, die man dann auch entsprechend direkt Season 6 bekommen kann. Aber keine Panik, zu DMZ wurde auch was gesagt, aber leider nicht so viel. Und zwar wurde gesagt, dass der Fokus in der DMZ in Season 6 auf Nachtraids liegt. So ganz, ganz komische Formulierung, weil die Nachtraids ja eigentlich erst zum Haunting-Event starten. Ist ein bisschen unklar. Ich glaube, wir müssen hier nochmal die Patch-Notes abwarten, wie das jetzt genau gemeint ist. Allerdings sagen sie, dass gerade in der DMZ diese ganzen Events und neuen Monster und Geheimnisse, die in Season 6 kommen werden, ich wundere mich hier, wie gesagt, wegen dem Season 6 Ausdruck, dass diese Geheimnisse ohne die Gaszone aus dem Battle Royale, ohne die verkleinerte Zone, besonders gut ist, um erforscht zu werden, um alle Geheimnisse des Events zu entdecken, um die Monster zu legen und so weiter und so fort. Sie betonen hier also, dass alles, was auf Hamasra verändert wurde, auch in der DMZ verändert ist und dass man als DMZ-Spieler alles 1 zu 1 erforschen kann, ohne den Zeitdruck
den man hat, entsprechend im Battle Royale. Also, das wird, denke ich mal, sehr, 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 sehr interessant in der DMZ. Also nochmal, alle Almasra-bezogenen Events, ach noch nicht Wondel, wobei das ja ziemlich ähnlich ist, also alle Almasra-bezogenen Events werden in der DMZ zu finden sein. Also auch Lilith, Delta, Butcher und. Also, die erhoffte Revolution scheint der Inhalt von Season 6 das nicht zu sein. Wir bekommen aber noch eine Roadmap. Und hier steht nochmal ganz deutlich Season 6 am 27. September der Start. Dann das COD Live Event am 5. Oktober. Und wir merken schon hier, dass wir mit dieser Roadmap vielleicht so ein bisschen vertrösten wollen, weil wirklich viele Inhalte geplant sind, aber eben nicht zu Start von Season 6. Besonders interessant ist hier dieses Livestream-Event. Wir werden auf jeden Fall eine Watch-Party machen. Ich vermute mal, dass das dann abends losgehen wird. Wir werden auch ein, zwei Giveaways planen für diesen Tag und einfach gemeinsam uns diesen Livestream anschauen am Abend des 5. Oktober. Dann haben wir die Beta für die PlayStation vom 6. bis 10. und dann die Beta für alle Plattformen vom 12. bis zum 16. Laut Gerüchteküche könnte es sein, dass hier auch der Zombie-Modus spielbar sein wird, was natürlich besonders krass wäre. Man sieht sie, man wird hier so ein bisschen bei Laune gehalten durch diese Roadmap. Dann kommt das In-Game-Event, also das Halloween-Event. Das wird bestimmt mega, mega gut. Komisches Datum, der 17. Oktober ist wie gesagt ein Dienstag. Und dann der Early Access der Kampagne, also der Vorabzugang für alle Vorbesteller am 2. November. Wir werden dann am Tag darauf, ich glaube am Freitag, werden wir die Kampagne auf jeden Fall an einem Tag durchspielen. Das ist dann der Freitag, der 3. November. Das machen wir dann im Livestream auf YouTube. Und dann ist schon der Release von Modern Warfare 3 mit dem Zombie-Modus. Und ja, es geht dann wirklich Schlag auf Schlag. Also die Roadmap, ich finde schon interessant, dass sie das extra mal betonen an dieser Stelle. Und vielleicht ist es ein bisschen vertröstend. Ganz ehrlich, ich brauche keine Vertröstung. Ich habe Spawn, ich bin glücklich, bin aber trotzdem sehr, sehr traurig wegen den wenigen Inhalten, die wir kriegen zu Season 6. Und ich bin mir auch sicher, dass es einige Leute nicht so sehr freuen wird. Vor allem die Leute, und das werden nicht wenige sein, die mit Spawn gar nichts anzufangen wissen. Leute, in dem Sinne, nicht aufregen. Ich sage an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.